Danke, dass du der Einladung gefolgt bist, die im Grunde eine kleine Falle ist, denn eigentlich soll ich dir nur ganz herzliche Grüße von einem gemeinsamen Bekannten bestellen, mit dem ich vorgestern noch geschrieben habe. Deswegen ganz liebe Grüße von Rolfs Filmkritik. Ah, danke schön. Grüße zurück. Ah, das freut mich. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Interview auf diesem Kanal. Heute bin ich wieder in großartiger Gesellschaft. Ich begrüße eine junge Kollegin, die mir hier und da schon mal bei Pressevorführungen begegnet und auf YouTube in sehr kurzer Zeit eine ziemlich große Zuschauerschaft um sich sammeln konnte. Heute bin ich hier, um ihr ein paar Tipps zu holen und ein paar allgemeine Dinge zu besprechen. Ich freue mich, dass sie hier ist und darum sage ich Hallo, Melanie Kali. Hallo. Erstmal für die Zuschauer, die dich nicht kennen, was passiert und was findet man auf dem Kanal Melanie Kali? Genau, ja, also ich habe quasi letztes Jahr, also wirklich fast vor einem Jahr angefangen mit meinem Kanal und dort bespreche ich aktuelle Filme und Serien, aber was ich jetzt halt fest etabliert habe, ist am Sonntag immer ein Video von meiner, ich nenne es Nachgeholt-Reihe und dort bespreche ich halt eben Retro- oder Kultfilme oder ältere Filme, jetzt wie man es halt nennen möchte. Also ich habe so ein Filmplakat bekommen mit 250 Filmen, die man in seinem Leben gesehen haben soll. Das sind dann halt meistens Filme, die haben einige Preise gewonnen. Und das ist jetzt quasi meine Mission. Ich will diese 250 Filme auf diesem Plakat schauen. Bin halt quasi aktiv dabei und die Zuschauer können das quasi mitverfolgen, wie ich halt das abarbeite. Aber ich gucke auch jetzt nicht nur diese 250 Filme auf dem Plakat, sondern ich mache dann halt auch mal einen Abstecher nach links, nach rechts und nimm dann zum Beispiel eben halt, keine Ahnung, ein Stirb langsam 4 mit und auf dem Plakat ist aber nur Stirb langsam 1 bis 3 oder dann halt immer einen ganz anderen Film von einem Regisseur, der zum Beispiel dann auch auf dem Plakat ist oder zum Beispiel Verhoeven ist ja gar nicht auf dem Plakat drauf, den habe ich jetzt aber auch besprochen, was wirklich eine Schande ist, dass nicht mal Robocop drauf ist, aber gut, ja, also das mache ich quasi auf meinem Kanal. Was hast du an Inspiration und Vorbilder, zum Beispiel andere Kritiker oder sonstige Motivationsquellen? Ich habe angefangen mit Robert Hofmann und David Heinz Filmkritiken, also das war eigentlich einfach so das, was ich mir halt einfach immer angeschaut habe. Ich ging halt einfach ins Kino, habe mir einen Film angeguckt und habe ich mir so gedacht, oh, was sagt denn so ein Filmkritiker dazu? Und dann habe ich halt mir, meistens war es dann eben Robert angeguckt, weil David, der hat ja erst auch vor ein paar Jahren wieder angefangen auf seinem YouTube-Kanal richtig Filmkritik nochmal zu besprechen. Die hatten zum Beispiel auch dieses eine Format, wo die dann zusammen immer gesessen haben. Wie hieß das nochmal? Tinseltown? Ja. Tinseltown. Aber dann hatten die jetzt auch vor, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das schon her ist, haben die einen Podcast gestartet und den habe ich wirklich von Sekunde 1 verfolgt, den höre ich jede Woche. Und das waren meine Vorbilder einfach und ich weiß noch genau, in irgendeiner Folge von diesem Podcast haben die zum Beispiel mal drüber gesprochen, dass es viel zu wenig weibliche Filmkritikerinnen gibt und vor allem auch auf YouTube halt kaum welche gibt. Und irgendwie ist dieser Gedanke in meinem Kopf so stecken geblieben und hat seitdem meinen Kopf nicht mehr verlassen. Also das hat so ein paar Monate gedauert und dann habe ich gedacht, ja vielleicht könnte ich das mal machen und ja, habe mich dann irgendwann überwunden und selbst angefangen. Der Schwerpunkt auf deinem Kanal, wie du eben sagtest, liegt beim Entdecken, also Filme ein erstes Mal zu schauen, vor allem ältere Filme und so weiter. Was glaubst du, ist das Neue, was du einer Besprechung oder einem Film so beifügen kannst? Vor allem, weil es ja oftmals Titel sind, die manche andere Zuschauer schon seit Jahren kennen. Und was bringst du Neues damit rein? So, ich bin ja Gen Z, dass ich quasi diese Sicht auf Filme quasi jetzt habe. Ich habe sehr viele ältere Zuschauer. Das ist vielleicht, glaube ich, irgendwie so ein bisschen das, was diejenigen interessieren könnte. Also, dass sie sich vielleicht die Frage stellen, okay, interessiert das Leute überhaupt noch, die quasi noch so jung sind? Oder interessiert das überhaupt Leute, die gar nicht aus dieser Generation kommen? Funktioniert der Film noch 20 oder 30 Jahre später auf dieselbe Art und Weise, wie er vielleicht auch damals gut funktioniert hat. Und wie ist das halt eben mit einer Person, die ganz, ganz andere Sehgewohnheiten hat, die zum Beispiel jetzt eben auch sehr viel mit CGI auch aufgewachsen ist. Ich glaube, das ist vielleicht einfach so ein bisschen das, was Leute halt interessant finden. Und ich spreche dann ja auch, was vielleicht auch noch so ein kleiner Pluspunkt ist jetzt an meinem Kanal, ist, dass ich halt angefangen habe, auch über so Hintergrundgeschichten oder Produktionsgeschichten oder irgendwelche Kontroversen oder Vorkommnisse von Filmen halt auch zu besprechen. Also ich versuchte auch immer irgendwie neben meiner Meinung und meiner Sichtweise auch noch so ein bisschen was Informatives reinzubringen, dass man vielleicht irgendwie nochmal was Neues aufschnappt oder so. Ich meine, viele kennen wahrscheinlich auch schon einige Hintergründe, aber manche schreiben mir auch immer wieder, ach, das wusste ich noch gar nicht. Also ja, das ist so ein bisschen das, was ich da mache.
Du sagst jetzt selber, unter deinen Zuschauern sind auch viele ältere Leute. Wie erlebst du generell, ich sage jetzt mal, die Wahrnehmung deiner Person und wie gehst du damit um, wenn dir aufgrund deines Alters Ansicht oder die Meinung geradezu abgesprochen wird? Ja, also es ist halt immer irgendwie sowas von wegen, ja, du hast keine Ahnung oder du kannst es gar nicht nachvollziehen, weil du halt einfach zu jung bist, ist jetzt überhaupt nicht der Großteil, aber es gibt so eine Sparte an Leuten, die wollen irgendwie diese Filme so gatekeepen. Ich kenne jetzt keinen anderen guten Begriff in Deutsch, den man dafür verwenden kann. Also die versuchen quasi so ein bisschen so die alten Filme so ein bisschen zu beschützen vor Leuten, die vielleicht ein bisschen halt jüngerer sind. Oder ich weiß auch nicht warum, ich verstehe das nicht. Also ich verstehe irgendwie gar nicht so die Sichtweise darauf. Weil ich denke halt so, wenn ich etwas mag, wenn ich etwas richtig, richtig doll mag, und ich glaube, das merkt man auch zum Teil in Videos von mir, dann will ich das teilen. Dann möchte ich, dass andere Leute das auch mitbekommen und dass sie das auch irgendwie vielleicht auch für sich entdecken können. Ich verstehe gar nicht diese Anschuldigung, warum Leute mit sowas kommen. Also es war vor allem vor ein paar Monaten immer mal wieder so ein Ding, habe ich öfter gelesen. Ich verstehe nicht, warum Leute es kritisieren, dass man sich mit alten Dingen befasst, die zum Beispiel auch eben, die nichts mit deiner eigenen Zeit zu tun haben, weil ich studiere zum Beispiel Geschichte und das ist eine Sache, die machen wir ständig im Geschichtsstudium. Ich meine, ich beschäftige mich ja jetzt immer noch mit Sachen von damals, weil man das eben da so macht und da verstehe ich dann auch nicht, okay, warum kann ich dann auch nicht über Filme von damals sprechen und diese entdecken und so ein bisschen analysieren von verschiedenen Standpunkten. Und wie gesagt, man kann vielleicht auch nochmal ein bisschen neue Erkenntnisse gewinnen, wenn man vielleicht auch nochmal aus einer ganz anderen Zeit auf Dinge zurückschaut. Also sowas bekomme ich halt irgendwie oft zu lesen. Also ich merke halt, das stört Leute an meiner Person. Manche sogar, also das ist eine noch kleinere Sparte, beschweren sich darüber, dass ich Mädchen bin. Was ich irgendwie auch so komisch finde. Ich glaube vor allem, weil ich auch sehr, sehr viele Actionfilme bespreche auf meinem Kanal und da denken sich, das stört manche irgendwie auch. Hatte ich auch letztens irgendwie so einen komischen Kommentar von wegen, dass Frauen ja nur Romcoms gucken und sowas und dass Liebesfilme nur für Frauen sind und der Rest ist nur für Männer. Das fand ich auch sehr gut. Ich denke mir aber im Endeffekt so, also ich kriege nicht oft diese Kommentare, aber ich kriege diese Kommentare schon ab und zu und ich denke mir halt, okay, wenn ich wirklich so keine Ahnung habe und so daneben liege mit meiner Einschätzung, würden Leute ja, glaube ich, auch meine Videos halt überhaupt nicht gucken oder ich würde gar keine positive Resonanz bekommen, wenn es jetzt wirklich so eine Katastrophe ist. Deshalb denke ich mir im Endeffekt, ja, okay, ich glaube, irgendwas mache ich vielleicht schon richtig, weiß ich nicht. Es gibt einen Film, den habe ich nach überragenden Kritiken geschaut und habe ihn nicht verstanden. Jetzt weiß ich zumindest nach meinem letzten Stand, dass du ihn auch mal geschaut hast, aber zumindest nicht beenden konntest. Und zwar ist das Licorice Pizza. Über den Film möchte ich jetzt im Grunde gar nicht reden, aber einfach mal, bei Licorice Pizza stehe ich so in der unpopulären Meinung da, weil der von sehr vielen sehr gefeiert wird, das spreche ich auch keinem ab. Aber wie ist das generell bei dir, wenn du merkst, dass du eine eher unpopuläre Meinung vertrittst? Ich glaube, ich muss dem Film auch tatsächlich nochmal eine zweite Chance geben. Ich weiß nur, dass ich den inszenatorisch ganz stark fand, aber die Story konnte mich irgendwie gar nicht packen. Hat mich auch irgendwie gewundert. Also ich dachte irgendwie, das wäre vielleicht was für mich, aber keine Ahnung. Wie ich jetzt mit sowas umgehe, also das passiert natürlich immer mal wieder. Da hatte ich jetzt auch ein paar Beispiele. Ich mochte zum Beispiel diesen Blink Twice gar nicht so gerne. Ich hatte so bei Kritikerkollegen gesehen, dass sie den sehr, sehr mochten. Und dann bin ich extra, habe ich noch Freunde reingezogen, bin mit denen da reingegangen. Und dann kam ich da raus, war so, oh, das hat mir jetzt irgendwie nicht so gefallen. Also da habe ich auch meine Gründe. Das Ding ist, ich glaube, was ich wichtig finde, ist, dass man trotz allem immer noch ehrlich bleibt und das auch wirklich sagt. Warum sollte man seine Meinung verbergen, wenn es ja eben auf dem Kanal darum geht, seine Meinung zu äußern? Das wäre auch Quatsch irgendwie. Also ich glaube auf jeden Fall, man muss ehrlich bleiben und man muss auch irgendwie gut begründen, warum ist das jetzt so? Also es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man sehr nachvollziehbar eben seine Gründe dafür äußert und damit die Leute auch wissen, okay, was ist jetzt deine Perspektive? Warum ist das jetzt gerade so? Und dann reagieren die meisten Leute ja auch irgendwie verständnisvoll. Die meisten. Es gibt auch Leute, die werden dich dann dafür runtermachen und ich sehr hassen. Nein, hassen ist natürlich ein starkes Wort. Also ich glaube aber, es ist aber an sich schon eine, ich sag mal, unangenehme Position, in der man sich befindet. Und man macht sich eben auch angreifbar in solchen Momenten. Und da merke ich immer, dass ich so eine Bewunderung gegenüber David Hein habe, weil der ist ja wirklich jemand, der findet öfter zum Beispiel eben auch so manche Filme, zum Beispiel eben auch so manche Marvel-Filme findet er öfter halt eben nicht so gut. Oder ist generell einfach hat eine sehr kritische Sicht auf Filme. Und da bewundere ich es halt immer wieder, weil er sagt es auch selbst schon, er weiß ganz genau, wie seine Kommentare jetzt auf YouTube aussehen werden. Aber er sagt es trotzdem. Also er geht da nicht rein und verbirgt dann irgendwie was oder versucht es irgendwie zu verstecken oder zu kaschieren. Er ist wirklich eiskalt hart und sagt dann so, nee, das war blöd, das war blöd, das war blöd, das hat mir nicht gefallen. Und kann es auch begründen. Er
sagt immer, okay, woran liegt das jetzt? Und ja, das finde ich, ist da, denke ich, auf jeden Fall wichtig. Aber wie gesagt, es ist halt schon in manchen Fällen wirklich eine unangenehme Position so. Hast du schon mal durch ein Filmthema, das du angegangen bist, ein anderes für dich entdeckt? Ich halte mich da so ein bisschen an das, was bei meiner Frau passiert ist. Meine Frau wollte unbedingt Robin Williams Filme gucken und ist dann bei Cadillac Man an Tim Robbins hängen geblieben, woraufhin sie ganz viele Tim Robbins Filme schauen wollte. Aber hast du schon mal irgendwo bei dir sowas Ungeahntes aus einer anderen Sache heraus entdeckt? Ich glaube, sowas passiert mir richtig oft. Also letztens hatte ich zum Beispiel Borderlands geschaut und plötzlich hatte ich dann das Interesse, richtig viele Cate Blanchett-Filme mir angucken zu wollen. Da habe ich zum Beispiel Tar geschaut, weil ich wollte gute Cate Blanchett-Filme gucken und halt nicht Borderlands. Dann habe ich auch Heat geschaut und da ist mir ja auch mal so richtig aufgefallen, dass ich zum Beispiel diese Noir- oder Neo-Noir-Atmosphäre von diesem Film, es gibt ja auch so eine ganze Sparte so von Filmen, wie zum Beispiel auch Blade Runner, die man da so einordnen könnte, dass mir das richtig, richtig gut fällt und dass ich da auch nochmal so richtig abdriften will. Ich glaube, das Krasseste, was man auch auf meinem Kanal aktiv mitverfolgen konnte, war, als ich Predator geguckt habe das erste Mal. Und dann, das war mein allererster Arnold Schwarzenegger-Film und dann bin ich in ein Rabbit Hole gefallen. Und dann habe ich so viele Arnold Schwarzenegger-Filme auf meinem Kanal gesprochen. Bin ja irgendwie auch ein Arnold Schwarzenegger-Fan geworden. So über Nacht quasi. Ich lese zum Beispiel auch gerade eben seine Biografie und alles. Also ich bin da irgendwie so komplett drin. Aber ich glaube nochmal, das krasseste Beispiel ist, als ich Parasite geguckt habe. Das war, glaube ich, tatsächlich mein allererster koreanischer Film. Und das hat richtig was losgetreten. Also ich habe diesen Film gesehen und plötzlich habe ich angefangen, mich so für koreanische Kultur zu interessieren. Dann habe ich angefangen, ein bisschen Koreanisch zu lernen. Dann war ich jetzt im März in Korea. Also es war auch wieder so ein Moment, wo so komplett so Dominosteine ins Rollen kamen. Ja, irgendwie passiert mir das sehr oft, muss ich sagen. Hast du irgendwie so ein Beispiel auch bei dir? Keins, das ich jetzt aus dem Kopf heranzitieren könnte. Ich musste nur gerade sehr lächeln wegen der Arnold Schwarzenegger-Situation, weil ich die exakt im Jahr 1994 bei einem guten Freund von mir erlebt habe, der durch Zufall Last Action Hero geguckt hat und den so großartig fand, dass der sich dann innerhalb von 1-2 Monaten alles, was er an Schwarzenegger in die Finger bekam, verabreicht hat. Das werde ich auch noch machen. Also es ist bei mir bestimmt auch passiert, aber ich hätte jetzt auf Kommando keine gute Erwiderung. Wir haben eben schon über dein Plakat gesprochen und dein Ziel ist es, das Plakat komplett abzuhaken. Gibt es Filme auf deinem Plakat, von denen du vielleicht jetzt schon weißt, dass du sie aus welchem Grund auch immer noch nicht schauen möchtest? Ich hatte bei der Frage direkt ein Beispiel vor Augen. Ich habe natürlich auch Der Exorzist drauf und ich habe sehr große Angst vor diesem Film, aber sogar da denke ich mir, ich werde ihn mir trotzdem geben. Früher oder später wird es passieren. Aber es gibt einen anderen Film, dem werde ich nicht mal eine Chance geben. Und zwar ist es, ich muss es kurz ablesen, Wallace and Gromit, The Curse of the Were-Rabbit. Ich habe keine Ahnung von diesem Film. Kennt man diesen Film? Ist das irgendwie ein besonderer Film? Sprechen Leute über diesen Film? Ich wüsste jetzt auch nicht, wie er auf dieses Plakat kommt. Das ganze Wallace and Gromit-Thema, diese Knetgummifiguren, die haben irgendeinen speziellen Namen und die haben da eben mehrere Filme, auch da gibt es auch Chicken Run oder so gemacht. Das ist eine ganz eigene Sparte und das ist etwas, was man sehr mögen muss, weil es zum Beispiel fast komplett oder eigentlich nahezu komplett ohne Dialog auskommt. Das arbeitet sehr mit Situationskomik, ist auch sehr kreativ und sehr eigen. Das ist auch so etwas, was sich einem bestimmten Publikum eröffnet und das feiert es total ab. Aber wie sowas auf dein Plakat kommt, wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich noch sehr gut an Wallace & Gromit erinnern, weil es gab auch eine TV-Serie. Die kannte ich noch von, als ich ein Kind war, da lief das immer wieder. Hab das so gehasst, wenn das im Fernsehen lief, weil ich mochte überhaupt nicht diese Animation. Also das sagt mir irgendwie gar nicht zu. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich das so sehe und wenn ich irgendwie Bilder von dieser Serie zum Beispiel sehe, dann merke ich, das löst in mir so ein richtig negatives Gefühl aus. Ich kann auch gar nicht erklären, warum das so ist. Ich glaube mal, die sind sogar vielleicht ganz lustig oder ich glaube, die sind auch vom Inhalt gar nicht schlimm. Aber das ist wirklich sowas, das werde ich boykottieren. Das ist der eine Film von 250, den werde ich mir nicht angucken. Ich werde einfach so tun, als ob er nicht da wäre. Du hast mal in einem Q&A, glaube ich, gesagt, du fühlst dich auf YouTube generell am wohlsten, weil du damit aufgewachsen bist. Könntest du dir vorstellen, Filmkritiken auf irgendeiner anderen Plattform zu verbreiten? Ich merke bei mir immer wieder, dass sehr viele Leute überrascht sind, dass ich eigentlich so etwas wie Shorts oder Reels oder TikToks gar nicht mache. Viele Leute denken so, oh, das würde ja eigentlich voll gut zu dir passen, weil du bist ja genau diese Generation, die damit aufgewachsen ist. Das Ding ist, ich habe zum
zum einen gar kein TikTok und ich möchte das eigentlich auch so lange wie es geht so behalten, weil ich möchte kein TikTok haben. Ich will nicht noch so einen Zeitfresser auf meinem Handy haben, der mich dann auch noch in so ein Loch reinzieht. Das ist irgendwie kompletter Selbstschutz quasi. Und zweitens, ich identifiziere mich irgendwie einfach gar nicht mit diesem Short-Content. Also ich mag das nicht, zu wissen, dass ich ein Zeitfenster habe, in dem ich das alles jetzt besprechen muss. Weil ich bin ja zum Beispiel, das merkt man auch bei meinen Filmkritiken, ich mag es halt wirklich über Details zu sprechen. Ich mag es auch wirklich irgendwie so in Sachen reinzutauchen. Deshalb sieht man auch, meine Videos werden immer über die Monate hinweg, sind die immer länger geworden. Also ich mag das einfach so richtig, richtig tief, so verschiedene Blickwinkel, das und das. Und ich mag es da nicht, mich kurz zu fassen, weil ich es halt mag, irgendwie so ausführlich drüber zu sprechen. Ich müsste halt ganz anderen Content dort erstellen und eben halt keine Filmkritik oder ich müsste halt quasi nochmal meine Filmkritik nehmen und nochmal kurz fassen. Ich habe da einfach gar keine Zeit für. Also YouTube nimmt wirklich so, so viel Zeit ein. Ich komme da jetzt schon so im Alltag kaum hinterher. Ich habe einfach gar nicht die Möglichkeit, da jetzt noch einen zweiten Kanal zu bespielen. Ich sage jetzt nicht, dass ich es für immer ausschließe, ne? Sag niemals nie, aber im Moment ist das, also ich fühle mich sehr wohl hier auf YouTube, was ich gerade mache. Ich glaube, die Konversationen auf Social Media sind auch nochmal irgendwie anders. Da wäre das Publikum natürlich ein ganz anderes. Da wäre die Kommentarspalte auch nochmal anders. Ich merke zum Beispiel irgendwie auch manchmal, wenn ich auf Instagram so privat unterwegs bin, es ist halt sehr negativ. YouTube ist auch zum Teil sehr negativ, aber ich finde auch nochmal so, diese Social Media Plattformen sind auch nochmal, keine Ahnung. Wir haben nach der Joker PV zufällig so in derselben Gruppe gestanden und da meine ich aufgeschnappt zu haben, dass es Filme gibt, die du dir ein wenig aufhebst oder an die du dich nicht so direkt rantraust. Und einer dieser Filme war Schindlers Liste. Und deswegen erstmal meine Frage, hast du dich inzwischen an Schindlers Liste herangetraut oder welche anderen Filme gibt es noch, die du dir für irgendwann mal aufhebst, außer Wallace und Gromit? Ja, ich habe so einige davon auf meinem Plakat stehen und das sind halt irgendwie so Filme, vor denen habe ich großen Respekt. Und das liegt einfach daran, entweder weil sie so eine enorme filmgeschichtliche Bedeutung haben. Also da spreche ich jetzt zum Beispiel von so Filmen wie Die Verurteilten, 12 Angry Men, Citizen Kane, Metropolis auch. Das sind so Sachen, da finde ich, ich würde gern versuchen, es sehr ausführlich und so gut wie es geht vollständig zu beleuchten. Das ist halt irgendwie auch gleichzeitig mit so einem gewissen Druck verbunden. So ein Selbstanspruch von mir, dass ich das halt gut hinbekomme irgendwie und dass ich halt auch wirklich genau herausarbeiten kann, okay, warum ist das so ein wichtiger Film zum Beispiel? Was ist so toll an dem? Oder zum Beispiel auch sowas wie Herr der Ringe. Ich habe die natürlich ja gesehen, das gehört ja zu meinen absoluten Lieblingsfilmen, aber da wüsste ich auch gar nicht in einem Video, wo fange ich da an? Das ist ein riesiger Berg, den man da besprechen müsste und da gibt es so viel zu sagen. Da habe ich richtig Respekt vor. Und dann ist es auch noch mein Lieblingsfilm, worüber ich dann auch noch so richtig abnerden könnte, so 10 Stunden. Oder was halt auch noch so ein Punkt ist, wenn ich Respekt vor denen habe, weil sie zum Beispiel emotional gesehen einfach schwierige Themen behandeln. Also jetzt sowas wie eben Schindlers Liste oder sowas wie Die letzten Glühwürmchen, dieser Ghibli-Film. Der steht auch auf meinem Plakat, vor dem habe ich auch Angst. Den gibt es jetzt auf Netflix, habe ich gesehen. Ich denke mir so, boah, wann werde ich den jemals besprechen? Oder auch sowas wie Der Pianist. Also das sind jetzt vor allem so Sachen, die haben sehr viel mit dem Zweiten Weltkrieg auch zu tun. Ich werde es irgendwann machen, aber ich will es halt irgendwie gut machen, weil ich dem Film gerecht werden will. Grundsätzlich magst du das Thema Horror nicht. Wenn du jetzt versuchen würdest, dich an das Thema ranarbeiten, würdest du das versuchen über so einen Klassiker wie zum Beispiel Shining, Exorzist oder würdest du das mit einem, ich nenne es jetzt mal Anfängerfilm machen? Das war in einem Video von Chris Duckman mal gesagt. Da besprach er, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und erklärte, das ist kein guter Film, aber es ist ein super Film, wenn man sich dem Thema Horror nähern will, um damit vorsichtig anzufangen. Deswegen, würdest du eher über einen Klassiker gehen oder eher über sowas Zugänglicheres? Das ist eine gute Frage. Also im Moment mache ich das tatsächlich so, weil ich bin ja gerade in der Phase der Annäherung, was Horror angeht. Ich gucke im Moment halt aktuelle Releases, einfach auch so ein bisschen up-to-date zu bleiben, was gerade in der Filmwelt aktuell abgeht. Und ich habe jetzt zum Beispiel eben so Sachen geguckt wie Long Legs, wie The Substance oder auch Knock Knock Knock. Und das funktioniert auch eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Also zum Beispiel The Substance hat mir richtig, richtig gut gefallen. Aber zum Beispiel Smile 2 habe ich jetzt geskippt. Also da habe ich gesagt, nö, den will ich mir nicht angucken. Also ich habe den ersten auch gar nicht geguckt, aber das ist schon wieder so ein Horrorfilm, den finde ich sehr creepy irgendwie, weiß ich nicht. Ansonsten versuche ich das dann, glaube ich, halt bei älteren Filmen jetzt über mein Plakat, weil da denke ich sowieso, okay, früher oder später werde ich es halt gucken müssen. Führt irgendwie dann auch wieder keinen Weg dran vorbei. Und dann habe ich da halt eben so Sachen drauf wie The Shining, jetzt habe ich sogar geschaut, Das Ding aus einer anderen Welt und Der Exorzist. Ich glaube, ich versuche es dann darüber und
eventuell jetzt je nachdem, wie mir das Ganze gefällt, könnte man da auch nochmal so Abschweifungen haben, dass man okay sagt, jetzt bei John Carpenter zum Beispiel, okay, ich gucke jetzt auch noch Halloween, warum nicht, wenn wir gerade schon über ihn sprechen. Ich denke mal so eventuell. Wie ist das bei dir, wenn du einen heftigen Film schaust? Schaffst du es nach dem Film einfach abzuschalten oder arbeitet ein, ich sag mal, intensiver Film bei dir lange nach? Ich denke daran, dass du zum Beispiel darüber geredet hast, dass American Psycho bei dir lange gearbeitet hat. Also das passiert bei mir tatsächlich richtig oft irgendwie. Also ich hatte zum Beispiel auch letztens Anatomie eines Falls gesehen und Killers of the Flower Moon. Und bei diesen Filmen fällt mir immer wieder auf, dass ich auch noch so Tage später über die nachdenke, dass meine Gedanken da immer wieder hinschweifen, weil mich irgendwie da irgendein Thema sehr beschäftigt hat. Also Joker 1 ist zum Beispiel auch so ein gutes Beispiel. Den habe ich damals 2019 im Kino geguckt. War alles gut. Dann wollte ich ihn irgendwie vor Jahren auch nochmal schauen und musste den dann abbrechen, weil ich den wirklich irgendwie so deprimierend und so finster fand. Und The Crow war auch wieder so ein Beispiel. Da habe ich auch ständig über den Film nachgedacht, als ich den halt geguckt und besprochen habe, weil das ist auch so ein Film, da denkt man natürlich auch aufgrund der Produktionsgeschichte viel drüber nach. Oder Heat war auch so ein Film. Da merke ich immer wieder irgendwie, da gehe ich immer wieder zurück, da denke ich immer wieder über so eine Szene. Da habe ich so lange und oft über diese Endszene nachgedacht. Die hat mich so mitgenommen irgendwie. Also das passiert mir wirklich in der Regel schon oft und das liegt irgendwie meistens immer daran, dass da irgendetwas in dem Film ist, was irgendwie eine neue Erkenntnis in mir erweckt oder mir irgendwie einen neuen Blickwinkel bietet auf ein Thema oder eine Faszination auslöst oder einfach, dass ich eine emotionale Verbindung irgendwie zu dem Thema oder zu dem Film oder zu irgendwelchen Figuren habe. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich nicht gerne Horror schaue. Also da merke ich halt eben, ich beschäftige mich sehr viel in Gedanken damit und merke halt, dass ich bei Horrorfilmen, wenn ich die schaue, dass ich das aktiv irgendwie so beiseite schieben muss, was ich gerade gesehen habe. Und da dann wirklich sage, okay, nee, das lasse ich mal da so im Hinterstübchen. Außer jetzt eben bei so Filmen wie jetzt The Substance. Der ist zum Beispiel auch super hängen geblieben, aber auch einfach, weil der so spannende Themen hatte. Ich finde, The Substance ging auch so ein bisschen in so eine Black Mirror-Richtung, als ob das irgendwie so die Prämisse auch von so einer Black Mirror-Folge gewesen wäre. Über den kann man so viel nachdenken. Aber irgendwie so ein bisschen sowas so in diese klassische Horror-Richtung geht, da merke ich halt so, ja, das brauche ich nicht in meinem Kopf. Du hast mal angegeben, dass Fluch der Karibik einer deiner Lieblingsfilme ist. Und da nehme ich das jetzt mal als Beispiel. Wenn jetzt mit Johnny Depp, wie auch immer, ein spätes Sequel noch nachkommen würde, würdest du das begrüßen oder eher ablehnen? Nee, ich glaube, ich möchte wirklich, dass Leute oder dass die Studios und Produzenten diese Reihe in Ruhe lassen. Ich finde, dass die Story sowieso schon nach Teil 3 abgeschlossen war. Ich finde, der vierte Teil, der war nochmal so ein nettes Extra, irgendwie so ein nettes, wie so ein Side-Adventure irgendwie auf eine Weise. Und wenn ich zum Beispiel einen Rewatch mache, gucke ich mir den auch immer noch gerne an. Aber der fünfte Film, ich meine, da sind Sachen, die haben mir gefallen, aber alles in allem, was mich richtig, richtig doll an dem gestört hat, ist, dass die für mich diese Jack Sparrow-Figur so komplett verändert haben. Also die haben den plötzlich so sehr wie ein Trottel dargestellt und natürlich, der hat ein bisschen was Trotteliges an sich, aber der hat auch immer noch so etwas richtig Cleveres an sich. Ich finde, der ist eine sehr clevere Figur auf eine Weise auch. Irgendwie immer so, ja, halt, wie er halt ist, ne? Und im fünften Teil haben die das irgendwie so komplett dekonstruiert und ihn zu so einem richtig versoffenen, dummen Typen gemacht. Das hat mir richtig, richtig schlecht gefallen. Ich meine, wenn wir jetzt so generell über Sequels sprechen, da gibt es auf jeden Fall auch Beispiele, denen bin ich nicht feindselig gestimmt gegenüber. Wie zum Beispiel die Star Wars Prequels jetzt in dem Fall. Weil mit denen bin ich auch auf eine Weise aufgewachsen. Die kamen ja ungefähr so in der Zeit raus, und Star Wars The Clone Wars sowieso. Die kamen so in der Zeit raus, wo ich jetzt halt jünger war. Dann habe ich die halt auch geguckt, obwohl ich die Originaltrilogie eigentlich auch stärker finde. Oder zum Beispiel sowas wie Mad Max Fury Road. Finde ich auch einen richtig, richtig tollen Film. Habe ich 5 Sterne gegeben. Oder halt, ich mochte auch den ersten Jurassic World Film. Den fand ich eigentlich ganz spaßig. So, da gibt es also auf jeden Fall positiv Beispiele. Aber was jetzt diesen ganzen Sequel- und Prequel-Trend angeht, den wir ja aktuell, vor allem dieses Jahr, haben wir den wirklich, also der ist enorm sichtbar dieses Jahr, wenn wir halt so sehen, was jetzt, ne, Smile 2, Moana 2, Mufasa jetzt kommt ja
auch noch, Joker 2. Ich mag das eigentlich gar nicht so gerne. Also, weil es gibt Ausnahmefälle auf jeden Fall. Das kann man irgendwie, finde ich, nicht so pauschalisieren. Aber es gibt auf jeden Fall auch Fälle, wo halt irgendwie das, was davor war, ein bisschen kaputt gemacht wird. Also, es wird ja nicht wirklich kaputt gemacht jetzt so. Aber das Jack Sparrow-Beispiel zum Beispiel im fünften Teil, das, da denke ich mir halt einfach, das habe ich jetzt gar nicht gebraucht. Und das denke ich mir ganz oft auch bei so manchen Filmen, die wir jetzt in letzter Zeit gesehen haben, hätte ich nicht gebraucht. Wäre gut gewesen ohne. Glaubst du denn, dass du zu diesen späteren Sequels einen besseren oder einen anderen Zugang hast, weil du mitunter die Originalfilme nicht so lange kennst? Ich glaube auf jeden Fall, dass ich offener gegenüber sowas. Ich glaube, man hat einfach einen ganz anderen Blickwinkel auf sowas. Zum Beispiel eben jetzt sowas wie Jurassic World. Ich habe die Jurassic Park Filme nicht geguckt. Da habe ich eine ganz andere Sichtweise auf das Thema, weil ich erlebe dann ja auch zum ersten Mal diese Dino-Faszination. Und deshalb bin ich dem ja auch, weil ich es einfach noch nie gesehen habe, bin ich dem ja offener gegenüber. Und das schafft mich zum Beispiel wahrscheinlich auch nochmal auf eine andere Art und Weise zu faszinieren, weil ich sehe es gerade zum ersten Mal, ne? Also das auf jeden Fall schon. Aber ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass die Generation von mir jetzt, die hat so, das sehe ich immer wieder, die hat so Berührungsängste, was alte Filme angeht. Und das finde ich halt richtig schade. Also was ich jetzt vor allem gelernt habe, jetzt über die letzten Monate hinweg, man kann immer noch so, so gut alte Filme schauen. Ich meine, natürlich sind ein paar Sachen veraltet, ja, das ist halt so, ne? Aber ich finde, die haben vor allem einfach so eine ganz bestimmtes eigenes Gefühl an sich. Irgendwie diese Zeit von den Filmen so aus den 80er, 90er zum Beispiel, das ist irgendwie so eine besondere Filmära gewesen. Und ich finde, das findet man heutzutage gar nicht mehr. Und deshalb finde ich es sehr schade, dass manche dem einfach, also quasi gar nichts gucken, was nicht in den 2000ern rausgekommen ist. So. Das finde ich sehr schade. So, das waren jetzt alle Fragen, die ich mir notiert habe. Das bedeutet, die ganze Sache geht an euch, liebe Zuschauer, weiter. Was wir hier besprochen haben, was auch immer euch dazu einfällt, schreibt es in die Kommentare, eure eigenen Gedanken, eure eigenen Ansichten. Wenn ihr damit fertig seid, rüber zum Kanal von Melanie Kali und ein Abo dalassen. Dir, liebe Melanie, danke ich sehr für die Zeit und für die ganzen Antworten und all das Ganze. Und ja, sehr schön, dass du hier warst. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video, eine Kritik, ein Interview, was immer es sein wird. Macht's gut und bis dann. Ciao. Vielen Dank. Ciao.